Yeah, wieder ein Freitag für die Zukunft. Fridays for Future. Was mache ich jetzt eigentlich heute? Ich kann es dir sagen. Ich war 13 Jahre in der Schule. Was habe ich in Geschichte gelernt? Naja, zwei Sachen. Zwei, aber wirklich wesentliche Sachen. Und zwar das erste. Geschichte wiederholt sich immer. Und das zweite, der Mensch hat nie aus Geschichte gelernt. Warum lerne ich dann Geschichte? Oder waren die Menschen vorher alle so dumm und haben die Geschichte doch gekannt? Oder nicht gekannt? Liegen da vielleicht Muster hinter in der Natur, die sich immer wiederholen? Warum es immer wieder so kommt, dass sich die Geschichte wiederholt? Muster wie, also jetzt übertragen, die Fibonacci-Spirale oder so, die wir überall wiederfinden, sei es im Schneckenhaus oder sei es in Wellen oder sei es überall. Also es gibt gewisse Muster in der Natur, die sich immer wieder wiederholen und vielleicht halt auch in der Menschheitsgeschichte. Wenn ich mal zurückdenke, drei Generationen, da waren meine Urgroßeltern, die lebten im Kaiser-Wilhelm-Reich und haben den Zusammenbruch dieses Reiches erfahren. Meine Großeltern haben das tausendjährige Reich erfahren. Und wie alt ist das tausendjährige Reich geworden? Meine Eltern... Bei denen hieß es noch, die Mauer hält noch 100 Jahre. Und dann war sie weg. Also jede Generation vor mir hat das Zusammenbruch eines Systems, eines Reiches, einer Nation irgendwo erlebt, mit dazugehörigem Währungsverlust, neuen Normen und Standards, was richtig, was falsch ist. Warum sollte ich das nicht erleben? Mit all den darauf folgenden Konsequenzen von Währungsverlust und alles ist anders auf einmal. Was hält dann vielleicht noch mein Schulabschluss oder mein Studium in einer Welt von morgen, von der ich noch gar keine Ahnung habe? Denn sehr wahrscheinlich, zumindest lehrt mich das die Geschichte, wenn ich zurückschaue, hat kein Reich für ewig gehalten und alles ist immer wieder zusammengebrochen und hat sich neu aufgebaut. Also, wenn mein Geld dann in Zukunft vielleicht nichts mehr wert ist und es dann vielleicht auch gar nicht so viel Sinn macht, jetzt Geld anzuhäufen in einer Währung, die schon ziemlich lange besteht, nach mathematischen Systemen vielleicht schon zu lange, was gibt mir wirklich eine Zukunft? Wie kann ich ohne Geld leben? Wie kann ich vielleicht auch aus der Natur leben? Und wie können wir vielleicht sogar nachhaltige Systeme aufbauen, die permanent funktionieren, eine permanente Kultur, nachhaltig im Einklang mit der Natur, eine Permakultur. Das ist mein Thema in meinem YouTube-Kanal. Und ja, wenn es euch interessiert, ich bin vor 8 Jahren ohne Geld von zu Hause losgelaufen, hab mit der Frage bin ich losgegangen, was wäre, wenn in einem Jahr die Welt untergeht? Macht es dann noch Sinn, zu studieren oder einfach meinen Träumen zu folgen? Und ich bin dann meinem Traum gefolgt und ich habe Unglaubliches entdeckt und eine Permakultur. Und das mache ich seit 7 Jahren jetzt hier und teile es. Und vielleicht hast du jetzt das Video gefunden und erfährst mehr in meinem Kanal, wie wir so eine Kultur aufbauen können, wie wir nachhaltig im Einklang mit der Natur leben können. Das, worauf wir zurückfallen, wenn unsere Systeme versagen, weil die Geschichte lehrt uns, dass jedes Reich auch wieder zusammengebrochen ist. Bis dahin.